Schön, dass du so schnell kommen konntest, denn ich habe versucht, nach deinem ja wirklich sehr dringend klingenden Anruf Platz in meinem Terminkalender zu machen. Ja, ich sehe auch schon hier und da bei dir ein paar gerötete Stellen und würde gerne direkt loslegen, mir einen Latexhandschuh anziehen, um deine Gesichtshaut näher zu betrachten, okay? Um dann weitere Schritte zu planen. Ich habe mir direkt alles zurechtgelegt, damit wir auch schnell dein Problem lösen können, denn es klang wirklich sehr dringend. Dann lass mal schauen. Ich sehe also direkt hier oben, also hier auf der Seite, ne, sehr trockene Stellen, so etwas über der Schläfe, bei deinem linken Auge, ja. Doch sehr, sehr trocken. Tut es denn weh oder etwas sensibel fühlt sich das an, wenn ich... okay. So, ich gehe mal ein bisschen zu deinen Wangenknochen und deinen Wangen. Also deine Haut ist schon sehr, sehr gerötet. Auch da ist es bestimmt sensibel, ne? Wenn ich drauf drücke. Okay. Ich bin ganz vorsichtig auch langsam in meinen Bewegungen. Okay, jetzt mal deine Gesichtskontur entlang zu deinem Kinn. Du hast schon viele sehr gerötete Stellen, wie ich sehen kann. Bleibt aber auch nicht aus, ne? Draußen haben wir ja oft zweistellige Minusgrade. Dann kommt man rein ins Haus oder in die Wohnung. Ja, da bollert dann die Heizung, ne? Und die Heizungsluft, ja, trocknet unsere Haut zusätzlich aus, dadurch rötet sie sich und schuppt auch, also wird richtig trocken, wie gesagt. Da muss man dann noch wirklich ja, der Haut eine Intensivpflege zukommen lassen. Entschuldigung, ich wollte nicht so feste Druck ausüben, aber ging noch. Ich drücke noch mal hier auf der Seite. Ist das gleiche Spiel zu sehen. Jede Menge gerötete und geschuppte Haut. Ganz vorsichtig. Aber sonst fühlst du dich in Ordnung, nicht kränklich oder so? Ist nur deine Haut, die so ein bisschen Alarm schlägt. Okay. Ja. Ist keine Seltenheit. Da haben viele jetzt Probleme mit. Wie gesagt, da braucht die Haut eine Intensivpflege. Hier und da mal eine Gesichtsmaske, eine sehr, sehr reichhaltige Gesichtspflege oder auch mal ein schönes Peeling, das sanft zu deiner Haut ist. Dann gibt es auch schöne
vitaminreiche Ampullen. Das hatten wir ja beim letzten Mal, ne? Hat ja auch gut getan, ne? Ja, das weiß ich. Okay. Dann würde ich sagen, kämme ich dir erstmal die Haare aus dem Gesicht. Reinige deine Gesichtshaut gründlich und mach dir mal so eine schöne, reichhaltige Gesichtsmaske. Trage sie dir auf und lass mal die schön einwirken. Na? Ja, du wirst sehen, wenn wir hier fertig sind, ist deine Gesichtshaut wieder schön, gesund, rosé, schön mit Feuchtigkeit angereichert. Ja. Ich bürste jetzt einfach deine vordere Haarpartie sanft nach hinten, ne, damit sie mir nicht so in die Quere kommen während der einfühlsamen Gesichtsbehandlung. Schön die andere Seite. Mit wenigen Bürstenstrichen sind deine Haare schon zurückgekämmt, zurückgebürstet. Okay. Dann würde ich jetzt erstmal ganz sanft dein Gesicht reinigen, ja, vom alltäglichen Staub. Was auch immer da so sich ablagert. Dazu nehme ich zwei ganz weiche Wattepads. Und du dir einfach schön bequem, während ich deine Gesichtshaut behandle. Entspannst dich schön und lässt dich mal wieder so richtig schön verwöhnen. Für die Gesichtsreinigung nehme ich ein schönes, reichhaltiges Micellen-Gesichtsreinigungswasser. Schäume das im Vorfeld ein bisschen auf. Gut. Dieses Micellenreinigungswasser wurde mit weißer Lilie angereichert, das deine Gesichtshaut ja noch mehr pflegt, noch mehr ganz tolle Wirkstoffe zukommen lässt, die tief in die Hautschichten eindringen, ohne Alkohol und Parfüm. Ein bisschen drücke ich das Micellenwasser
Wattepads ein. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt auch direkt los, ne? Ich fange bei dir an der Stirn an. Schön deine Wangenknochen in langsam kreisenden Bewegungen hinunter zu deinem Kinn und auch da wieder in kreisenden Bewegungen. Schön mal eben unter deinem Kinn. So, dann wende ich die Wattepads und fahre ein bisschen über deine Augenlider. Bitte die Augen schließen. Gut. Ganz langsam zu deinen Wimpern ausstreichen. Deine Nase schön mitnehmen, ganz besonders die Nasenflügel, brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, denn gerade hier in den Nasenflügeln setzt sich schon mal viel Staub und Dreck ab. Ein bisschen über deine Oberlippe, den Mund. So, das war's. Das ganze Gesicht werde ich jetzt mit einem weichen Kosmetiktuch abtupfen. Damit wir keine feuchten Stellen mehr haben. Gut. So. Ich meine, ansonsten hast du wirklich eine schöne Haut, aber sie ist halt doch sehr gereizt und beansprucht von der ganz kalten Luft draußen. Es hat ja wirklich richtig doll geknackt vor Kälte draußen. Ne? Ein bisschen Schnee hatten wir ja auch. Haben teilweise immer noch. So, ich denke, die feuchten Stellen von dem Micellenreinigungswasser haben wir jetzt beseitigt. Ne? So. Hübsch, hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. So. So haben wir jetzt eine Grundlage für die Gesichtsmaske geschaffen. Die kann jetzt schön in die sauberen Poren, in die saubere Gesichtshaut eindringen und somit von innen heraus, ja, deine Haut das geben, was sie jetzt wirklich braucht. Okay? Gut. Dazu vorbereitet habe ich mir hier einen schönen Teller, auf die ich die
Gesichtsmaske aus der Lovely Moments Edition. Ja, die werde ich auf diesen Teller geben. Und mit diesem schönen Pinsel. Ja, schön ausbreiten. Somit kann die Gesichtsmaske noch ein bisschen voratmen. Ne? Das ist eine Gesichtsmaske speziell für den Winter, für die Winter beanspruchte Gesichtshaut. Dazu stelle ich mir den Teller nochmal eben ab. Ruhig ein bisschen mehr sein, ne? Dass wir das großzügig auf deine Gesichtshaut verteilen. So. Hier steht es auch nochmal drauf, dass es eine sehr verwöhnende Gesichtsmaske ist, eine verwöhnende Pflege für dein Gesicht. Mit Algenextrakten, genau. Für die beanspruchte Winterhaut. So. Dann nehme ich meinen schönen Pinsel, der speziell für diese Gesichtsmaske hergestellt wurde. Sie riecht wirklich sehr, sehr frisch, angenehm, dezent. So. Schön stillhalten bitte. Fange ich mit der Stirn an und trage die Gesichtsmaske, diese wohltuende Pflegemaske auf deine Stirn auf. Schön deine Schläfen runter und die andere Seite. Spare die Augen aus. So. Schön deine Wangen bestreichen. Übers Näschen. Schön reichlich, ne? Bisschen in die Nasenflügel rein. Die sind ja auch sehr gerötet. Wie das so ist mit der T-Zone, ne? So, so ein bisschen die Stirn noch hoch, ne? Hier die Nasenwurzel. Genau. Deine Oberlippe noch mal eben betupfen. Und dann gehe ich auch zu deinem Kinn. Nehme wieder reichlich. So. Fängt jetzt schon an wegzuziehen, ne? Also in die Haut einzuziehen. So sehr braucht deine Haut es.
Ab Kinn unten drunter, ne? Hier. So, für mich als Rechtshänderin fällt es einfach leichter, die verwöhnende Pflegemaske mit rechts aufzutragen. So, weil ich nochmal die Reste schön verteile, ne? Muss ja nichts übrig bleiben. Vor allen Dingen hier diesen großen roten Stellen auf deiner Stirn, über der Schläfe. Es kommt auf die Wangen und den Kinn, das Kinn, der, die, das. So. Wunderbar. Das Ganze lassen wir jetzt 10 Minuten einwirken. Ich würde sagen, in der Zeit massiere ich ein bisschen deine Kopfhaut, ein bisschen deine Schultern, um dir und deine Haut ja zusätzliche Entspannung zu bringen. Bist du damit einverstanden? Sehr gerne. Gut, dann mache ich das. Schließ ruhig die Augen, wenn du möchtest. Genieße das. Genieße die Berührungen. Ne? Ein bisschen streicheln, um dich zu beruhigen oder zusätzlich zu beruhigen, dass alles gut ist, alles okay ist. Du dich entspannst. Dass eine etwas schnellere Spa-Behandlung wird, eine Notfallbehandlung sozusagen, kann man sich ja dennoch die Zeit, die man da ist, entspannen. Ne? Einfach auf die wenigen Bewegungen, die wenigen Worte konzentrieren und du wirst sehen, dein Geist wird ganz schnell runterfahren und ja, diese Entspanntheit, du jetzt spürst, macht sich natürlich auch bemerkbar auf deine Haut. Ne? Alles nur positiv für deinen ganzen Körper. So, ich gehe runter zu deinen Schultern. Vorsichtig massiere ich dir hier die besonders verspannten Stellen, drücke vorsichtig, dass es für dich angenehm ist. Streiche ein bisschen die seitlichen Nacken, Schulterpartien aus, aber auch dieser mittelleichte Druck, den ich ausübe, sorgt für erhöhte Blutzirkulation an diesen Stellen. Das heißt, dass sich dadurch deine Muskulatur entspannt. Ich streiche ein bisschen hier
über die Schultern. Siehst auch schon ganz entspannt aus. Ich guck noch mal bei deiner Gesichtsmaske. Sehr schön, ist gar nicht mehr viel drauf. Nur die Stellen, wo ich besonders viel aufgetragen habe. Da sieht man noch die helle, pflegende Maske. Noch einen kurzen Moment, dann werde ich dir die Maske oder den Rest abtragen. Und ich wette mit dir, ich sehe ja jetzt schon so einiges, dass es schon viel, viel besser geworden ist mit deiner Haut. Ne? So, die 10 Minütchen sind jetzt auch vorbei. Ich werde mir ein Reinigungstuch nehmen, ein feuchtes, und dir die Reste damit abtragen. Gut? Ganz neues, frisches Paket, was ich eben nur für dich aus unserem Lager geholt habe. Zack. Sorry, wenn es etwas lauter war. Ein schöner Geruch entweicht. Päckchen. Dann werde ich jetzt schon vorsichtig deiner Gesichtshaut abtragen. Es ist wirklich nur noch wenig übrig. Da kannst du mal sehen, was deine Gesichtshaut an Pflege gebraucht hat. Ne? Du hübscher Mensch. Wahnsinn, was das gebracht hat jetzt. Deine Haut ist überhaupt gar nicht mehr trocken. Fühlt sich sehr, sehr elastisch und gesund an, kaum gerötet. Ein bisschen von meiner Pflegebehandlung. Ne? So, ganz vorsichtig über dein Näschen. So. Mit meinem Zeigefinger und mit dem feuchten Gesichtstuch deine Nasenflügel ganz besonders viel Aufmerksamkeit schenken. Und dann wollen wir doch gleich mal sehen, wie toll das geworden ist. Bekommst du dann noch eine schöne reichhaltige Gesichtscreme, damit du für die zukünftige Heizungsluft und kalten Temperaturen gewappnet bist. Das Döschen bekommst du auch direkt mit nach Hause. So,
damit du dich weiterhin ja schön pflegen kannst. Gut. Super. Ich guck noch mal eben und drück noch ein bisschen ganz vorsichtig und du sagst mir, ob deine Gesichtspartien, die ich berühre sanft, mit sanftem Druck, ob die immer noch so empfindlich sich anfühlt, ja? Okay, wir fangen hier bei der Stirn an, die auch sehr empfindlich reagierte auf Druck. Wie fühlt sich das an für dich? Ganz normal, nicht mehr so übersensibel. Dann würde ich sagen, ich taste noch weiter und du sagst mir einfach, wo es sich noch sensibel anfühlt, okay? Gut, super. Super. Ja, zu guter Letzt kommen wir zu der Gesichtspflege, also zur abschließenden reichhaltigen Creme, okay? Das wäre hier das kleine Tübchen, was ich dir gleich auch mitgebe, okay? Das ist eine 24-Stunden Feuchtigkeitscreme. Für die normale Mundmischhaut, also auch für die trockene Haut, ne? Die kannst du dann immer benutzen. So, wann immer du das Bedürfnis hast. Bisschen blumig, aber auch hier wieder ganz dezent. Bitte schließe deine Augen. So. Wahnsinn, es fühlt sich richtig schön an. Und deine Haut strahlt so richtig schön. Toll. Es freut mich, dass ich dir so schnell helfen konnte. Aber du gehörst zu der Kundschaft, für die ich immer da bin, wenn sie mich braucht, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja? So muss das sein. Prima. Und wie fühlt es sich an? Sehr schön. Richtig frisch und wohlig und gut befeuchtet. Ja, sehr schön. Das freut mich. Darfst auch gerne mal fühlen mit deinen eigenen Händen. Ja, dann würde ich sagen, zu guter Letzt trage ich dir eine schöne winterliche Lippenpflege auf. Also, das heißt, eine Lippenpflege speziell für die winterbeanspruchten Lippen. Okay? So geht's. So, nochmal eben hier. Haare richtig
Da bist du ja jetzt gewappnet, ne? So, dann gebe ich dir mal das Cremchen mit. Bitteschön. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deinen ja kurzfristigen Besuch hier bei mir im Spa-Salon, Spa-Center, und wünsche dir noch einen wirklich richtig schönen, entspannten Abend. Aber du machst mir den Eindruck, als wenn du gleich richtig schön wohlig einschläfst und eine geruhsame Nacht hast. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dann verbleiben wir so, dass du ja zu deinem regelmäßigen Termin kommst, es sei denn, es kommt was dazwischen, aber spätestens dann sehen wir uns, okay? Bis bald.